Grüß euch, Mariam da von We Don't Care und ich sitze mit Drescher. Und wie geht's eigentlich? Es geht uns blendend, wir haben gerade gespielt. Nachdem wir jetzt von der Bühne gefallen sind, schon fast eigentlich, weil man muss ja dann doch wieder alles geben. Das Wetter kommt uns eigentlich entgegen. Na, nicht entgegen, oder? Aber ja, der Hitze. Weil die Hitze ist halt dann doch ein Wahnsinn. Na, aber es geht uns super. Geht uns super. Wir haben ja auch dich in der ersten Reihe gesehen. Genau. Sprich vor der ersten Reihe. Ja. Hinter der Kamera sagt sie nämlich immer, dass Thrasher-Fan ist. Und vor der Kamera draußen sie nicht. Du musst dich schon bekennen. Du kannst ohne weiteres einmal da ein großes Thrasher-Tattoo drauf, gell? Ich würde sogar zahlen. Auf jeden Fall, euer Konzert war saugeil. Super Stimmung, ihr habt eine ganze Fangemeinschaft mitgehabt. Ich habe mir nur die... Die sind alle von selber gekommen. Alle freiwillig. Wir werden, alle freiwillig da. Wieder erwarten, jetzt sogar in Österreich wahrgenommen. Danke. Ja, genau. Über den typisch deutschen Umweg, nicht? Ja, geht nicht anders. Und durften daher sogar hier am Novarock spielen. Yippie! Ey! Yeah. Und mit der fetten Gage, die wir gekriegt haben, leben wir jetzt bis ans Ende unserer Tage. Ihr schaut euch ja sicher noch andere Bands an. Was sind so euch eine Highlights am diesjährigen Novarock? Mambo Kurt! Sonst noch was? Ja, und dann kommt lang nichts, dann kommt vielleicht Slipknot oder Motorhead. Ja, diese Bierzeltmusikanten, richtig. Also Slipknot. Motorhead werden wir uns vielleicht auch anschauen. Schlimm geht's, glaube ich, nicht so gut. 70.000. Mal. Ja. In Flames zum 300.000. Mal. Ja. Toten Hosen, wie immer. Die Parkway Drive hätten wir gern sehen, aber leider. Müssen wir da sein. Leider müssen wir da sein. Man hört es wahrscheinlich im Hintergrund. Erwischt, ja. Wir machen es ja gern, wenn wir im Business sind. Genau. Ich freue mich wenigstens, dass du das sagst. Ja, genau, das ist wir wissen, dass wir durch deinen Kanal jetzt definitiv den Durchbruch schaffen. Dafür sagen wir Danke. Wie heißt das noch einmal? We don't care. Also, we don't what? We don't care. Okay. Wie schaut es mit euch am Album aus? Es ist letztes Jahr rausgekommen, ihr habt im Herbst ein Re-Release. Es ist jetzt vor einem Jahr rausgekommen und in Deutschland ist es rausgekommen im März diesen Jahres. Dann haben wir im März eine Tour durch Deutschland gemacht. Mit Subway to Celle vom Norden bis in den Süden. Wieder erwarten, den Deutschen gefällt das. Selbst den Nordlichtern, die verstehen uns sogar. Bis Kiel hinauf, singen uns unsere Nummern. Die geben sich auch die Mühe, dass sie uns verstehen. Ja, und verkauft sich daher auch in Österreich. Entsprechend, ja. Also wir sind zufrieden. Also sagen wir mal so, die Plattenfirma wollen wir jetzt zwar nicht nennen, aber da haben wir eine eigene Betreuerin und die ruft immer an und wundert sich, warum sie unser Album verkauft. Ja, ich weiß nicht. Ja. Die ja, Leute kaufen. Das wissen. Ich kann mir schon vorstellen, das ist recht gut. Sag's uns. Wir haben auch eine Steuernummer, das müssen wir jetzt damals um hier dein Konstrukt mit den Cayman Islands. Wegen Subway to Celle, das ist doch musikalisch ein wenig eine andere Richtung. Wie hat das funktioniert und wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass ihr mit dem tut? Naja, der Podenski, der ist der Gitarrist von den Subway to Celle und zieht die Fäden im Hintergrund, kann man so sagen, glaube ich. Ja, Manager so. Er hat uns angeschaut und hat gesagt, nach 30 Sekunden war es ihm klar. Der hat unser erstes Video gesehen und hat gesagt... Das zweite Video. Das First Blood, ne? Ja, okay. Das First Blood gesehen und hat gesagt, damit war alles klar. Ja. Wie jeder, also, der es bis jetzt gesehen kennen, hat. Wir sind wir dabei, hat er gesagt. Genau. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist sehr gut angekommen in Deutschland. Also wir haben auch ein bisschen Bammel gehabt, logischerweise. Weil's von der Richtung ist es ja nicht ganz gleich, ne? Weil, wie du sagst, von der Richtung ist doch ein bisschen man anders. Man muss aber dazu sagen, nicht, wenn du deine eigene Richtung erfunden hast, so wie ja, wir mit dem Thrash-Metal. Wir erwarten für uns adäquat, nicht? Wir müssen uns wahrscheinlich damit abfinden, in Zukunft rigorose Wir müssen Tourneen. Die Stadien halt allein füllen. Die Stadien allein, halt ja. Anders. Das ist halt dann so. Okay. Wenn ihr euch das nochmal aussuchen könnt, mit welcher Band würdet ihr in nächster Zeit oder wann es geht, touren wollen? Ja. Ich würde touren wollen mit Machine Head. Als Vorgruppe natürlich. Na klar. Ja. Es wird so kommen. Ja, wird so kommen. Ja. Also würde mich mit Stolz erfüllen, mit Lemmy eine Abschiedstour zum Beispiel. Zum Beispiel, sowieso. Ja. Es gäbe einige, ja. Die Flames waren super. Ja. Ja, von den deutschen Partien vielleicht Heaven Shall Burn war auch eine ganz coole Geschichte, glaube ich. Das hat sich ganz gut vertragen, glaube ich. Warte, etwas lauter, Bernd. Etwas lauter, Bernd, hat es gesagt. Nein, aber ich würde auch sagen, ja. Ja. Von den Deutschen ist es halt... Ja gut, dann kommt natürlich die Killswitch, die hat uns auch gefallen. Killswitch, ja, genau. Ah, gibt schon einige.
Ihr spielt ja im Juli dann auch am Kunstmüll. Auf das freue ich mich natürlich schon wahnsinnig. Bist du daheim? Ja. Ist nicht wahr. Naja. Spielen wir nur für dich. Da spielen wir nur für dich. Nimm ein paar Freunde mit. Es kommt jetzt im Herbst, nicht? Das kann man schon sagen, aufgrund. Sagen wir es ausnahmsweise. Wir haben uns bei der sagen es aber nur dir. Ja. Bei der Deutschland-Tournee haben wir uns ja irgendwie als Entwicklungshelfer gefühlt und hätten ja so fast vom Außenministerium eine Förderung gekriegt, muss man auch mal sagen. Haben es dann eh nicht gekriegt, nein. Aber wurscht. Wirklich. Also haben sie eh nicht gekriegt, trotzdem danke. Als Entwicklungshelfer, wenn man eine neue Musikrichtung kreiert, haben wir uns gedacht, was denn, du musst ein paar Covernummern auch machen, weil die Leute können sich das ja nicht vorstellen. Und gerade das Amadeus von Falco ist so gut angekommen, dass wir uns jetzt entschlossen haben mit dem Verlag. Also da gibt es dann nochmal eine Single und ein wieder echt, hätte man sagen, fettes Video, das schon gecastet wird zurzeit. Da geht es schon richtig drunter und drüber und da geht es dann wirklich wieder richtig rund, oder? Kann man schon sagen. Das erscheint im Herbst. Dann gibt es nächstes Jahr, also wir basteln an einem Nachfolger, das kann man schon wir sagen. Wir basteln schon am nächsten Album, so kann man schon sagen. Ja. Genau. So schnell wollte man es eigentlich nicht angehen, aber wir wussten ja nicht, dass das jetzt doch so gut. Ja, wir werden nicht mehr jünger. Also die Zeit müssen wir nutzen jetzt. Die Zeit müssen wir nutzen, genau. Unsere 5 Minuten rum werden wir ausnutzen. Genau, wir haben nur 5. Habt ihr noch abschließende Worte zu euch, eine Millionen an Fans da draußen? Wir haben Worte. Wir sagen einfach, unsere üblichen Worte, danke für nix. Und eine kleine Werbedurchsage, nicht? Zurzeit gibt es ja auf den Festivals, kommt das ja jetzt aus, nicht irgendwann. Bei den Festivals gibt es das Erntepaket, jedes T-Shirt, egal welches, plus CD, 20 Euro. Und ihr habt die Chance, jetzt ja dann auch bei den Unterschreiben, signieren lassen, auf eBay verkaufen und reich werden. Ja, also genau. Löst die Bausparverträge bitte auf. Wenn ihr an den internationalen Kapitalmärkten bis jetzt alles verloren habt, kommt zurück. Hier bei uns gibt es wahre Werte. Die Drescher-CD. Erntezeit. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also nicht vergessen. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch. Ja, war nett. Hat mir taugt. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Kunstmüll an, wenn ich euch wieder sehe. Vergesst nicht, wir haben auf Facebook, YouTube und natürlich unsere Homepage. Tschüss euch.